Los geht das. Wie funktioniert das jetzt? Kriege ich immer irgendwie, springt das automatisch zur nächsten Partie, wenn ich da dran bin? Oder muss ich die Bretter manuell irgendwie wechseln? Wo sind die anderen? Ah, hier. Ich kann da drunter draufklicken. Kann ich irgendwie einstellen, dass er automatisch durch die Gegend springt? Ich kann die Sprache auf Deutsch umstellen. Ich kann Englisch, Chat. Ich bin Englischfuchs. Auto-Switch. Ja, Auto-Switch. Achso, ihr könnt das gar nicht sehen, ne? Hier soll ich so Fullscreen machen. Dann können wir hier runter scrollen. Hier ein bisschen abgeschnibbelt. Immerzug. Es ist gar nicht so viel Zeit, wie man immer denkt, ne? Dieses 20 Minuten. Ey, es sind immer neue Stellungen. Hilfe! Ey, so kommen wir doch nicht mit, Chat. Zack. Es springt immer zu der neuen Stellung. Ich habe keine Gruppe bei Lead Chess. Ich habe noch nicht ganz genau verstanden, was das ist. Aber ich habe auch nichts dagegen. Ey. Wir können eine Gruppe aufmachen, Chat. Es springt immer hin und her. Okay, wir machen einfach mal einen Zug, wenn wir drin sind. Das ist, glaube ich, kein schlechter Plan. Aber so machen. In die Gruppe. Hör, was sie sagt. Awake Price. Ich glaube, simultan ist mein Genre. Moment, hier kann ich vorgehen. Ah, nee, zu kompliziert. Ich muss weg. Ich muss vor. Host extra time, warum das denn? Das ist doch nicht Sinn der Übung. Sehr gierigste Zug. Dame raus, sieht sehr gierig aus. Jetzt aber D6. Tschüss, Läufersituation. Hier weiß ich immer nicht. Opfert man den Bauern, so Springer D2. Starke Spieler werden wahrscheinlich so spielen. Ich bin ja eher so der Bauernverteidiger, aber ich glaube, starke Spieler werden so spielen. Springer G4. Was mache ich hier? Erstmal den Springer verjagen, oder? B6 sieht normal aus, Rochade. Hör, was sie sagt. Ich weiß nicht, was für ein Song das ist, Chad. Was ist das für ein Song? Hör auf die Stimme. Eigentlich macht es auch keinen Sinn, wenn ich eh nicht rumscrollen kann. Ich auch in dem Modus hier bleiben, ne? Jetzt haben wir ja Auto-Switch an. Läufer B4. C5 ein guter Zug. Läufer nach D6 zu stellen. Vielleicht erstmal Figuren raus, oder? Figuren raus ist häufig eine gute Idee. Ja, Figuren raus. F-Stimme heißt das. Max Giesinger, ah, wunderschön. Ist Max Giesinger, der mit. Der ist Tim Bensko, ne? Der mit noch eben schnell die Welt retten oder so. F5. Ist erlaubt. Aber ich könnte auch en passant schlagen. Will ich das?
Ich, oder? Ey, ohne meine Dame angreifen. Das ist simultan hier. Ja, wenn du den Bauern nicht haben willst, decke ich ihn. Zack. Rochade. War Giesinger nicht der mit der Klaus Kinski-Impression? Ne, das ist Max, wie heißt er? Kiermann? Der ist ja lustig. So, Sprenger weg oder erstmal hier C5? Ich mach mal Sprenger weg. Das gibt ihm das Feld, ne? Wie schlimm kann es sein? Hier war ich nicht sicher, ob D5 eine schlaue Idee ist, aber vermutlich nicht. Wie auch hier erstmal. Ey, hör auf, mich ständig anzugreifen. Bringt C5 irgendwas? Das ist die große Frage. Ich vermute, die Antwort ist nicht so richtig viel. Ich würde es gerne machen, aber der Läufer kann noch hier entwischen. Sprenger E4 nach mir ein bisschen. So, Francesco, ihr spielt vernünftig bisher. Das sehen wir hier nicht gerne. Soll ich D5 spielen? Sieht prinzipiell aus. Danke. G6. Kann man machen. Ich will immer noch irgendwie D5 spielen. Ich weiß nicht, ob es so gut ist. Schlimm kann es sein? Schach! Rajabov hat heute wieder eine offizielle Bewerbung für den Chicken Chess Club eingereicht. Naja, Rajabov ist hier Ehrenvorsitzender. Ja, wir wollen morgen wieder Chicken Chess Club aufnehmen. Aber Peter Heine sagt schon wieder irgendwie, dass er kein Mikro hat. Oder ich weiß nicht, er hat nie ein Mikro. So, was hier los? Wilde Stellung. A5, der Feinde. Springer am Rand. Läufer geht weg. Dann gehe ich mit meinem Läufer vor. Francesco, hier spielen wir noch vernünftig. Gefällt uns aber auch nicht. Nützt ja nichts. Ich frage, was Rustam für Musik hört. Rustam ist Riesenfan von Icke Hüftgold. Also wundere mich immer, weil es passt irgendwie so typmäßig gar nicht vor zu ihm. Aber er liebt Icke Hüftgold. Mickey Krause findet er auch gut, aber da nicht alle Tracks, also da eher so. Zehn nackte Friseusen feiert er auf jeden Fall. Aber sonst sei eher Team Icke Hüftgold. Hat mich auch überrascht. Hier stehe ich nicht so gut, irgendwie muss ich mir langsam einen dämonischen Plan überlegen. Der König steht zwar da draußen, aber sonst gibt meine Stellung nicht viel her.
Hier stehe ich gut dafür. Sammy. Taylor sagt, das nennt man Verleumdung. Ja, das stimmt wahrscheinlich, ne? Ich weiß nicht, was Rustam für Musik hört. Aber wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, Icke Hüftgold. Ich stehe nicht sehr gut. Ich stehe eigentlich immer lieber gut. Ich bin da ein bisschen eigen. Aber hier stehe ich leider nicht gut. Hier stehe ich gut. Hier auch. Rustam mochte einen komischen Rapper, oder? Wie hieß er? Fresh Dumbledore oder so? Ich weiß nicht. Wir werden es wahrscheinlich niemals erfahren. Peter Heine hat nur Angst vor deinen kritischen Fragen. Ja, ich bin nicht mehr so in der Stimmung für hier die viele Candidates Campaign. Ich weiß nicht, wir müssen den Ton des Podcasts wieder ein bisschen ändern. Aber es wird schwer, es wird schwer. Also, ist nicht so, dass mich stören würde, die Candidates Campaign. Ist eher so, dass mich halt nicht interessiert, wenn wir zwei Drittel des Podcasts über viele Politik reden. Ich interessiere mich für echte Politik, aber für Schachpolitik komischerweise so gar nicht. Das ist vielleicht nicht ideal. Ja, die Störung gefällt mir immer noch nicht. Und wenn man anfängt, zu sehr rumzutrollen bei was, was den anderen am Herzen liegt, dann ist ja auch nicht die Lösung. Aber ich finde schon, dass ich natürlich auch mal recht habe. Ja, Transparency, ja, kein russischer Einfluss. Was willst du denn? Was ist denn hier mal eine positive Geschichte? Und dann kommt nie was, frage ich jedes Mal. So, Dame F7. Gar nicht so klar die Stellung. Leider gar nicht so klar die Stellung. Ich sollte besser stehen, aber ich weiß nicht genau, was wohin geht. Das alte weiß nicht, was wohin geht Problem. C schlägt D und G4 wäre die harte Gangart. Aber Königssicherheit. Ja, machen wir trotzdem, oder? YOLO. H5. So aggressiv. Awake Price. König geht weg. Was könnte ich hier tun? Er kann nicht mehr rochieren, was gut ist. Dafür G5 sieht nicht schlecht aus. Ja, machen wir, oder? Dame angreifen. Schnell D7, da müssen wir vor. Ich sage ja immer, der Freibauer ist ein Krimineller, der hinter Schloss und Riegel gehalten werden muss. Zitat von mir. Mrs. Turk, vielen Dank für den Sub. Laurent hat heute mit Schwarz gegen Maxim remisiert. Kann man nicht meckern. Laurent ist ein guter Schachspieler. Also man merkt es ihm nicht an. Gerade wenn man ihn ein bisschen kennt, dann ist es wahnsinnig überraschend, dass er gut im Schach ist. Aber es ist die Wahrheit. So, was ist jetzt los? Hier schlagen soll ich nicht, ne? Gehen wir in die Mitte. Hier kann ich was wegnehmen. Den zum Beispiel oder den. Ganz egal wo. Nehmen wir den. Hm.
Schlage ich. Attacke. Attacke war gar nicht so gut, ne? D5 geht. Kann ich hier vor? So, so. Bringt mir nicht so viel, ne? Tanze ich erstmal Läufer raus. Kann ich hier einen Bauern schlagen? Könnte ich. Ich könnte auch hier schlagen. Ich nehme erstmal hier. Joe the Pro sagt, du wirkst mit Judith immer so erfrischend gut gelaunt. Sehr angenehm zu gucken. Ja, ich bin ja wie ein Schachchamäleon. Zack, gut gelaunt. Zack, ernsthafter Kommentator. Zack, mieser Bulli. Zack, depressiver Wechseljahre-Typ. Zack, müder Jan. Also, ich bin. Kann links wie rechts. Ich will immer noch hier vor. Ist das jetzt schlau? Jetzt ist es vielleicht ein bisschen schlauer, oder? Springer schlägt. Da sind wir noch nicht so schlau. Dame schlägt. Nee, ist leider nicht schlau. Sehr schade. Da war es schon wieder nicht so schlau, was ich mir dabei gedacht habe. Och Mann, immer Denkpech. Ja, ich muss den Bauern auf F2 verteidigen. Ey, ohne gute Züge hat man eigentlich ausgemacht. Scheint ihm vollkommen egal zu sein. Er hat vor nichts Respekt. Tja. Ich stehe nicht so gut, ne? Also wir kommen immer zu der gleichen Schlussfolgerung, dass ich leider nicht so gut stehe. Schlagen oder gleich da? Selbst hier ist noch nicht vorbei. Attacke. Ja, Judith erlaubt mir nicht, die Engine einzuschalten. Das ist sehr strikt. Wobei ich ja finde, also das Analysieren ist eine gute Sache. Ich finde auch ab und zu, also einerseits will ich es wissen, was der Computer sagt. Ab und zu finde ich aber auch, muss man dem Publikum auch sagen, natürlich ist Judith super stark. Aber ab und zu finde ich es auch wichtig, dass man weiß, was die Lösung ist als Kommentator. Also wie die Stellung einzuschätzen ist. Wisst ihr, wie ich meine? Also es ist immer, ich weiß nicht. Aber ich glaube, die meisten Leute finden es gut tatsächlich, wenn man mehr ohne Amt generalisiert. Ich weiß es nicht. Ich bin immer bereit, den Knopf zu drücken. Aber. Zack. 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 Jetzt machen wir ja Rundumschlag. Mit Engine vielleicht besser, sonst bleibt vieles so oft unklar. Ja, zum Glück gibt es ja meine fantastischen Analysen hier im Nachhinein auf YouTube, wo man alles und ihr könnt euch darauf verlassen, da ist kein eigener Gedanke drin. Das sind reine Engine-Züge. Hier kommt das finale Grande in alle Manier. Ist ein gemeines Schach, gebe ich zu.
Ich würde gerne hier wegnehmen. Ich weiß noch nicht, wie gut es ist. Das alte weiß nicht, wie gut es ist. Problem. Schlägt, schlägt, schlägt. Ja, komm, wir nehmen das mal, oder? Weiß echt nicht, wie gut es ist. Das weiß ich, dass gut ist. Schachmatt! Oh, Moment, ich habe was übersehen. Nein, 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 nein. König B5. Oh no! Grundlinienpech. Herzlich willkommen bei Kugelbuch TV, meine Damen und Herren. Ja. Oh no! Ich dachte schlagen. Schlagen Dame B7. Aber ja, das kleine Detail übersehen, das auf Schlagen Turm D1 Schach so schlecht nicht ist. Okay, das könnte ein Problem darstellen. Da ist, glaube ich, kein Ausweg mehr zu sehen. Ah. Dame D4 Only Move. Was würde ich ohne euch machen, Chat? Ah, Luftloch immer wichtig. Na gut. Was können wir hier noch probieren? Schlägt, schlägt, dann B2, C5, rennt halt weg und hat dann sehr viel Türme mehr. Es wird nicht leicht, es wird nicht leicht. Heieiei. Oh no, ah, er hat auch gut gespielt. Er spielt schon die ganze Partie gut. Der Francesco. Turm schlägt C8, Turm schlägt C8. Sieht er das auch noch? Scheiße, sieht er das einfach, ne? Na gut, wenn ja, dann hat er auch verdient. Was ist hier schon wieder los? Er sieht alles zu stark. Too fast, too furious. Selbst die Schirme ist noch nicht so klar. Ne? Warum ist die Schirme eigentlich nicht klar? Ist der Standard. Tja, das war's. Er spielt zu stark. Was soll ich tun? Okay, nicht alles einstellen vielleicht. Aber sonst. Racheschach. Racheschach. Okay, er ist kein Racheschach. Das ist ein gutes Schach. Hast gewonnen, Francesco. Schön gespielt. Glückwunsch an Awake Prize. Gibt leider keinen Preis. Hat er stark gespielt. Und ja. Ey, jetzt hör auf, mir diese Stellung zu zeigen. Gib mir irgendeine andere, wo ich noch spiele. Was ist hier los? Achso, die überlegen beide. Hier steht auch nicht so viel besser, ne? Wenn wir ehrlich sind. Vielleicht ein bisschen, weil der Bauer nervig ist, aber Stellung ist nicht so klar. Hier steht er gut.
Ich habe so Angst, Mathe in einem zu verpassen. Ich lese ja hier die YouTube-Kommentare. Und ich habe in diesem ersten Video, was viele gesehen haben, einmal statt in einem Zug in zwei Zügen matt gesetzt. Es kam ungefähr 47 Mal der Kommentar. Turm E4 war übrigens matt gewesen. Ach so, Chat, dann wäre die Partie ein Zug schneller vorbei gewesen. Ey, Glückwunsch. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Das triggert mich jedes Mal, wenn ich es lese. Ich bin sehr leicht zu triggern. Ich gebe Schach. Ich habe echt Angst. Ich habe solche Angst, ein einziges Matt nicht zu sehen. Nein, nein, das finde ich keinen schlimmen Kommentar. Ist ja auch schön, wie die Leute es sehen. Aber es häuft sich ein bisschen. Was jetzt vom neuen Rammstein-Album? Ich habe seit, wie ist das Album Engel? Nee, ich weiß nicht, was das Album Engel hieß. Kein Rammstein-Album mehr gehört. Aber ich habe viel Schwärmerei gehört über die Live-Shows hier. Da soll wohl recht viel Pyrotechnik unterwegs sein. Tutens hat er gearbeitet, er ist laut wahrscheinlich auch, ne? Angst und sind allein. GG, Sammy. Hier stehe ich immer noch nicht so hoch auf Gewinn, wie ich gerne würde. Aber auch hier hat Francesco gut gespielt, muss man sagen. König E7. Wie kann ich hier noch Stress machen? Für E7 vielleicht noch keine so starke Drohung, obwohl es schon nervig. Ich mache erstmal irgendwas. Im Zweifelsfall aber erstmal König G2 spielen. Ey, jetzt hör auf, dich gegen das Matt zu wehren hier. So haben wir nicht gewettet. Wenn ich hier jetzt. Ja, komm, das machen wir für YouTube. Ja, hallo, ich wollte mal sagen, Springer D2 wäre übrigens matt gewesen. Danke für die Partie, Sammy GG. GG. YouTube durchgespielt. Engagement. So, die Partie hier, weiß ich auch noch nicht genau, ob ich die gewinne. Ich glaube nicht, dass ich so viel besser stehe. König E7 kann ich hier einen Schach geben. Dame C5, dann den schlagen. Gaunerfaser, merkst du einen Unterschied, wie platt du nach dem Kommentieren bist, je nach Moderationspartner? Ja, im Moment bin ich immer super tot nach dem Kommentieren. Ist natürlich aber auch ein sehr langes Turnier. Aber ja, die ganze Zeit ohne Engine, mit Fokushose, haut schon sehr rein. Mit Fehler konzentriere ich mich ja meistens mehr aufs Blödsinn labern und sage, ja, schön gesehen, Peter. Ja, also ich bin schon sehr, sehr platt die Tage mal. Ich bin auch ein bisschen kränklich und ich habe natürlich auch schon, ich habe es ja sehr schwer, ziemlich viel in den Knochen aus den letzten Wochen. Ich hatte ja hier Norway Chess, irgendeine Champions Chess Tour, irgendwas. Weißt du, sagen, mir fehlt das Blödsinn labern? Ja, dazu sind wir ja hier. Dazu sind wir ja hier.
Wir haben Angst und sind allein. Jetzt sage ich Rammstein oder auf einmal. Ich Rammstein seit 100 Jahren nicht mehr gehört. Weißes Fleisch. Oh, das sind auch gar nicht jugendfrei, die Texte, ne? Jetzt, wo ich drüber nachdenke. Philipp war. Danke für den Sub. Kekko will erklären, war doch auch eine Reaktion auf den Dodgy Bingo-Tweet. Absolut, absolut. Das war nur für Dodgy. War mir auch ein bisschen unangenehm, aber nicht so unangenehm. Ich wollte eigentlich noch Kappa erklären, aber Judith schien nicht so interessiert zu sein an Twitch-Emotes. Bülent Ceylan hat auch Engel gesungen. Das kommt für mich nicht überraschend. Das ist ja auch ein Rocker, ne? Ich fände super, wie wild der ist, der Bülent immer. Hier mit seinen langen Haaren, ne? Also da ist richtig Stimmung in der Bude. Ich spiele wie üblich auf billige Tricks. Hier geschlagen wird, kann ich Turner E einspielen. Und danach ist hier Schachmatt. Ey, ohne Fesseln haben wir gesagt. Wenn er sich nicht an die Regeln hält, weiß ich nicht, wie lange ich mich noch an die Regeln halten kann. Absoluter Outlaw, Chess Unable. Hat er auch 2-3-15, ist ja gut. Ich habe nicht auf die Zahl geguckt die ganze Zeit. Du Monster, Chess Unable. Okay, ich gehe erstmal zurück. Okay, wir brauchen einen engen Plan. Erstmal Schach. Plan können wir später noch. Bamisa wäre E4 nicht gegangen. Was soll E4? Fahren wir jetzt mit Dame hier. Können wir den Bauern schlagen, ne? Wenn du mit der Maus über den Namen vom Gegner gehst, siehst du sein Elo in allen Formaten. Das ist aufregend. Ist das aufregend? Was könnte er haben? 2331, 249, 2336, 2351. Sehr stabil. Also, er kann links wie rechts. Jetzt mal mit Druck. Chess unable. Der Druck steigt. Das Pferd will springen. Joe the Proser, was sagst du zum Fettshaming-Nepo-Twitter-Skandal? Ja, das habe ich natürlich mitgekriegt. Das ist ein gutes Thema für den Podcast, finde ich. Ich frage mich, was Laurent dazu sagt. Ich weiß es nicht. Ich fand den Ursprungstweet, ich hätte ihn nicht gemacht, aber ich fand ihn auch nicht so schlimm. Und danach. Die ganze Diskussion und die Empörung, weiß ich nicht, ist halt das Twitter-Game. Also, ja. Ich hätte den Tweet nicht gemacht. Ich glaube nicht, dass. Aber ich weiß nicht. Soll man ja auch nicht zu sehr rein interpretieren. Ich finde schon, dass ein Thema ist, über das man reden kann beim Kommentieren, wer sich wie physisch auch vorbereitet hat auf das Turnier. Aber das kann man vielleicht in etwas anderer Art und Weise machen. Aber sonst, ey, das ist ja eine interessante Frage im Schach. Und das meine ich,
Mache ich ernst zur Abwechslung. Also natürlich ist, glaube ich, unumstritten, dass es hilft, irgendwie fit zu sein und Sport zu machen und so weiter und so fort. Aber welche Art von Körpertypus oder was beim Schach hilft, ist, glaube ich, relativ unklar. Also man sieht ja auch sehr, sehr viele sehr dünne Top-Schachspieler. Da weiß ich nicht, ob das nicht auch schade, wenn man nicht genug, okay, populärwissenschaftlich würde man Sitzfleisch sagen, aber man spielt ja häufig 6, 6,5, 7 Stunden am Stück, ohne sehr viel Nahrung zu sich zu nehmen. Also natürlich gibt es da irgendwas, was rumsteht, aber viel nimmt man nicht. Und ich weiß tatsächlich, ich glaube, es wird am Schach nicht genug studiert, auch von Top-Leuten, was die richtige Ernährung für so krasse Events ist, um halt 14 Partien, 6 Stunden spielen zu können. Und ich glaube, dass da in der Schachforschung noch viel Luft nach oben ist. Oder ich glaube, dass es nicht alle groß priorisieren. Marathonläufer etc. sind ja auch eher hagere Typen. Absolut, aber die dürfen ja auch nicht viel Masse bei jedem Schritt bewegen. Das ist gleich nochmal wieder was anderes. Also mich interessiert es tatsächlich, ich weiß die Lösung nicht. Also es gibt offensichtlich diverse Top-Schachspieler, die nicht alle gleich aussehen, aber weiß es echt nicht. So, jetzt kann er erstmal nichts mehr machen, das ist ja schon mal gut. Kann ich was machen? Das ist die Frage. Was will er machen? A6, B5 wahrscheinlich. Was will ich machen? Irgendwie auf Zeit gewinnen wahrscheinlich. Das sind so die jeweiligen Zielsetzungen. Ich nehme erstmal E4 noch. Leonardo, mach mal eine Hausarbeit. Wenn du schon nicht über Nacktmullen schreiben willst, dann vielleicht über Schachernährung. Kann nicht jeder Dubov fit sein? Ja, ist auch die Frage. Wie gesagt, ich mein's ernst, ich weiß wirklich nicht, was für Schach und für die Fähigkeit irgendwie, sich jeden Tag 6 Stunden ohne zu viel Nahrungsaufnahme über längere Distanzen konzentrieren zu müssen, was da das Ideal ist. Es gibt ja auch immer verschiedene Theorien, wie man soll am Abend vorher irgendwie viel Kohlenhydrate zu sich nehmen, um die Speicher aufzuladen. Gibt auch immer die entgegengesetzte Theorie, dass man wenig Kohlenhydrate allgemein dazu sich nehmen sollte. Es ist alles sehr, sehr kompliziert. Peter hat bestimmt Insights. Ja, Peter will irgendwas. Wird Meinung haben. Er wird wie üblich sagen Transparency, aber dann direkt was dazu kann ich sagen. Das sollte von der FIDE-Kommission demokratisch transparent entschieden werden. Hier mache ich Druck. Podcast ist überall zu hören, wo es Podcasts gibt. Das ist ja das Tolle an unserem Podcast. Also das ist wirklich der Hauptvorteil. Wir haben Angst und sind allein. Minuten vorher 3 Schwarzwälder Kirschtorten essen, habe ich gehört. Ja, ich ziehe mir mal vorm Stream hier möglichst viel Junkfood rein, damit ich riskanteres Schach spiele für die Klicks. So, Chess Unable. Die Zeit läuft. Ah, es gibt 10 Sekunden pro Zone. Ich habe ja schon mental schon wieder auf Zeit gewonnen. Aber es klappt gar nicht. Mann. Oh no.
Irgendwie dachte ich, dass das hier ein Schachgebot sei. Aber jetzt bei näherer Betrachtung werde ich mir immer sicherer, dass es kein Schachgebot ist tatsächlich. Das hier wäre ein Schachgebot. Dann überlegen wir doch über das. Schach, so. Schlägt, so. Turm hier. No! Oh no. It's been 7 days in same clothes. Dahin könnte ich gehen. Schlägt, ich Schach. Das wäre gut. Machen wir das auch, oder? Rechenhose. Die kleine Rechenhose brennt. So rechne mal als Großmeister. Man überlegt irgendwas. Fährt hier hin, dann fällt einem auf nach ungefähr 2 Minuten, dass es gar nicht Schach ist, wenn der Springer dahin geht. Dann überlegt man, wenn man Schach gibt, was dann passiert, sieht man schlecht und dann kommt man darauf, dass man mit Turm C6 gewinnt. Ist ein sehr linearer Prozess. Bäm, Simmel complete. Glückwunsch an hier alle Teilnehmer, denn alle bleiben Sieger, auch wenn einer nur gewinnen kann. Hier kommt jeder, der was kann, auch dran. Vielen Dank fürs Mitspielen. Es war mir eine große Freude. Finde ich ein lustiges Format. Ich werd mehr simultan spielen, um das Content-Monster zu füttern. Mercuda sagt, kannst du ein Video machen, wie man mit Engine ein Spiel analysiert? Naja, aber ich kann es dir sagen. Du machst Engine an, dann Leertaste. Ja, so.